So, Kinder, jetzt habe ich noch die Geschichte vom fliegenden Robert. Also nochmal für euch, wenn es stürmt und regnet und schneit, dann bitte nicht den Regenschirm aufspannen, sonst geht's euch so wie Robert. Also fangen wir an. Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muss draußen jetzt herrlich sein. Und im Felde patscht er mit dem Regenschirm herum. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind und Robert fliegt ins in die Luft geschwind. Durch die Luft so hoch, so weit, niemand hört ihn, wenn er schreit. An die Wolken stößt er schon und der Hut fliegt ihm davon. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immer fort und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. So, und nun nochmal für euch die Geschichte von Strobelpeter zusammengepasst. Also, passt gut auf. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen auch das Christuskind. Wenn sie Suppe bratartig essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den sieben Sachen, beim Spazierengehen auf Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen gut genug und ein schönes Bilderbuch. So, liebe Kinder, das war's jetzt für heute.